Das ist einfach ein Zahn von Catwalk. Scheiße, der ist auch noch richtig blutig. Scheiße, was ist das? Catwalk hat einfach einen Zahn verloren. Nein, lass das. Boah, ich bin so fassungslos, ne? Ich hab das so Schiss. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ne? Ich habe da einfach einen blutigen Zahn von Catwalk in meinem Bett. Vor allem, der ist richtig abgebrochen. Der Zahn fehlt halt einfach komplett in seinem Mund. Und mir ist das gar nicht mal aufgefallen. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, das ist einer der unteren Eckzähne. Das ist auch nur so einer, der voll wichtig ist. Ich habe echt Schiss, ne? Da habe ich so kurz gegoogelt, da gibt es so eine Krankheit, die heißt Fall, wo der Katze dann die Zähne ausfallen. Und es ist halt so voll die schmerzhafte Krankheit. Und dann verliert die Katze plötzlich alle Zähne, beziehungsweise alle Zähne müssen gezogen werden. Drückt uns die Daumen, dass Catwalk das nicht hat, ne? Vor allem, ich will mir gar nicht vorstellen, was für Schmerzen der hat. Boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Gott, wie konnte das passieren? Ich hoffe einfach so, dass Catwalk nicht irgendeine Krankheit hat, ne? Gott. Wir kommen jetzt gerade vom Tierarzt und ich habe nicht so gute Nachrichten. Catwalk muss schnellstmöglich operiert werden. Der Zahn muss raus, so schnell wie möglich. Dem geht es nicht gut aktuell. Das wird auch so eine kostspielige Sache, ne? Aber ja, Gott sei Dank ist mir das aufgefallen. Hätte ich den Zahn nicht gefunden, Gott weiß, wenn mir das aufgefallen wäre. Aber ja, der muss jetzt raus. Ja, Catwalk hat einen Zahn verloren. Den habe ich irgendwann in meinem Bett gefunden, blutverschmiert und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, durch was für eine Hölle ich gegangen bin. Ich hatte keine Ahnung, hatte Catwalk einen Unfall gehabt, hatte eine Zahnerkrankung und jeder, der mal so ein bisschen gegoogelt hat, was so typische Zahnerkrankungen sind, wie häufig das passiert und vor allem, was dann mit der Katze passiert, weiß sehr schnell, das wird teuer und vor allem ziemlich schmerzhaft und im Laufe der Zeit werden der Katze alle Zähne gezogen. Das war meine absolute Horrorvorstellung, denn über 85% aller Katzen haben Zahnprobleme. Und jetzt verliert Catwalk einen Zahn. Das sah nicht gut aus. Relativ schnell wurde Catwalk dann operiert, der komplette Zahn musste rausgenommen werden. Und jetzt, eine Woche später, wo wir alles überstanden haben, kann ich euch endlich erzählen, was passiert ist, wie es Catwalk geht. Ich habe ein paar Tipps für euch, damit ihr merkt, ob eure Katze vielleicht auch Zahnprobleme hat und wie ihr das so ein bisschen vorbeugen könnt. Es wird in diesem Video aber eher eine Storytime. Wie ich euch erzählt habe, habe ich irgendwann morgens einen Zahn von Catwalk in meinem Bett gefunden. Und ich war mir ziemlich sicher, dass das Catwalks Zahn war. Erstens, weil Catwalk bei mir im Bett schläft und Timber immer noch getrennt von uns schläft. Und zweitens, weil Catwalk dann gegähnt hat und nur noch drei Eckzähne hatte. Ich, völlig in Panik, habe meinen Tierarzt angerufen und gefragt, ob ich sofort zum Tierarzt kommen darf. Die haben mich auch relativ schnell genommen, denn Zahnerkrankungen bei Katzen kommen erstens super häufig vor und zweitens ist das nun mal keine normale Sache, wenn deine Katze plötzlich einen Zahn verliert. Während es für uns aber zum Zahnarzt ging, habe ich natürlich wundervollerweise Dr. Google gefragt und auf TikTok geschaut und Erfahrungsberichte gelesen. Und das war so, glaube ich, der größte Fehler, den man hätte machen können. Denn alle diese Katzen haben schlimme Krankheiten gehabt, alle Zähne verloren, Schmerzen gehabt, irgendwelche Verformungen und irgendwann sind sie dann aufgrund dessen gestorben. Catwalk hatte Glück im Unglück gehabt, denn sein Zahn hat er durch einen Unfall verloren. Während ich also während der Behandlung direkt in Tränen ausgebrochen bin, war der Tierarzt ziemlich überzeugt davon, dass es hier einen Unfall gegeben haben muss. Denn sowohl der abgebrochene Zahn im Mund von Catwalk als auch das Stück Zahn, was ich mitgebracht habe, was einfach der komplette Zahn über dem Zahnfleisch war, sind ziemlich deutlich sichtbar, dass es eben gebrochen ist. Das Problem, ich hatte keine Ahnung, wann das passiert ist, nur wie ich schon gesagt habe, Katzen verstecken ihre Schmerzen ziemlich gut und wahrscheinlich gehen viele von euch auch außerhalb des Hauses arbeiten. Deswegen, es kann immer irgendwas passieren, dass die Katze irgendwo runterstürzt, gegen irgendwas läuft, hinfällt oder ähnliches. Ich war also nicht ganz überzeugt von der Unfalltheorie, ganz anders der Tierarzt aber. Er meinte, der Zahn sieht nicht aus, als wäre der im Kampf abgebrochen. Catwalk sieht auch nicht aus, als hätte er irgendwelche Erkrankungen. Und eben die Bruchstelle ist ziemlich deutlich, dass er gegen was geknallt ist. Ich muss hier sagen, beide, sowohl Timber als auch Catwalk, sind super tollpatschig. Und wenn hier gespielt wird, dann ist einer von denen schon mal in der Vergangenheit gegen irgendwas gerannt. Und ich habe mir auch schon oft gedacht, ob die beiden einfach aus purem Granit sind, dass da nichts passiert und einfach weitergespielt wird. Und ja, so kann das passiert sein, dass Catwalk einfach gegen irgendetwas gerannt ist.
literally tollpatschig irgendwo gegengeknallt, irgendwo runtergefallen oder ähnliches ist. Außerdem hat der Tierarzt mir versichert, dass man bei Catwalk ziemlich deutlich sieht, dass er keinerlei Zahnerkrankung hat. Erstmal ist Catwalk schon über 7 Jahre alt. Das heißt, die meisten Zahnerkrankungen entwickeln sich bereits im ersten Jahr. Es ist ziemlich untypisch, dass die Katze irgendeine Zahnerbkrankheit hat oder irgendwelche Erkrankungen und dann plötzlich im Alter von 7 Jahren ausbrechen und durch den ganzen Mund wuchern. Das kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass vorher eben nichts auffällig war und plötzlich ein Zahn deswegen abbricht, ist aber unfassbar gering. Und vor allem hat Catwalk ein unfassbar gesundes Zahnfleisch und unfassbar gesunde Zähne. Und ich muss zugeben, da habe ich mich ein wenig gut gefühlt, wenn der Tierarzt dir sagt, ihre Katze ist topfit, selten so gesundes Zahnfleisch und Zähne gesehen. Er hat mir nur nicht gebracht, der Zahn musste trotzdem raus. Der eine. Deswegen musste bei Catwalk eben nur dieser Eckzahn rausgenommen werden, leider komplett, da der Zahn eben genau da abgebrochen ist, wo das Zahnfleisch beginnt. Was eben bedeutet, auf Dauer hätte Catwalk permanent Zahnfleischentzündung oder würde sich einfach dadurch immer mehr verletzen. Wir haben also super schnell einen Termin zur Operation gemacht, denn der Zahn musste nun mal entfernt werden. So abgebrochen und abgesplittert konnte der dann nun mal nicht im Zahnfleisch stecken. Und das war für mich sogar noch schlimmer, denn jeder, der dieses Video von mir gesehen hat, weiß, dass Catwalks erste und bis jetzt einzige OP eine absolute Katastrophe war. Catwalk wurde nämlich kastriert und mir so ein bisschen in einem nicht so schönen Zustand übermittelt, so nach dem Motto, ja, der wacht schon irgendwann auf, was dann fast einen Tag gedauert hat, bis Catwalk überhaupt wach geworden ist. Davor lag er einfach nur betäubt wie ein Stein. Ich hatte also ziemlich große Panik, dass die nächste, diese Zahn-OP, genauso schlimm verläuft oder vielleicht sogar schlimmer, denn eine Kastration bei Katern ist eigentlich ein eher weniger komplizierter Eingriff. Und so einen Zahn komplett rauszunehmen, ist in meiner Vorstellung schon mal ein bisschen schwieriger. Mir wurde dann auch der Ablauf der OP erklärt, dass noch Röntgenbilder gemacht werden, um eben zu schauen, dass nicht andere Zähne durch den Unfall noch verletzt oder abgebrochen sind und rausgenommen werden müssen. Und dann wurde mir auch so grob der Preis genannt. Und da musste ich schon so ein bisschen schlucken. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass es teuer wird. Ich erzähle euch aber gleich zum Schluss, wie viel mich dieser Eingriff gekostet hat. Katzen sind nicht gerade günstig. Catwalk hatte dann seine OP gehabt vor 1,5 Wochen, vom heutigen Zeitpunkt gesehen. Und die OP verlief super. Ich habe Catwalk bekommen, er war wach zu dem Zeitpunkt. Mir wurde gesagt, auf was ich achten soll, was er gefüttert bekommen soll. Ich habe mir die Röntgenbilder anschauen können, um auch wirklich sicher zu gehen, dass sonst alles okay ist und eben nur dieser eine Zahn abgebrochen ist. Ja, der ganze Spaß hat mich über 400 Euro gekostet. Und versteht mich nicht falsch, ich sage euch immer, legt Geld für eure Katzen beiseite. Nur über 400 Euro für so eine Situation, von der ich noch nicht mal mitbekommen habe, dass sie passiert ist, das ist schon heftig. Und klar, ich würde für Catwalk alles bezahlen, was er braucht. Und ich habe mich eben für ein Tier verpflichtet. Und es ist meine Aufgabe, für dieses Tier zu sorgen und eben medizinische Sachen erledigen zu können. Nur gehöre ich halt eben nicht zu den Menschen, die einfach mal so, ja, für 100 Euro kein Problem. Und das war schon ein bisschen schmerzhaft. Und deswegen eine Empfehlung von Herzen. Ich sage euch immer, wenn ihr eine Katze holt, legt euch monatlich Geld beiseite, eben für solche Unfälle. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass Catwalk etwas passiert ist. Und Catwalk hat einen super behüteten Alltag. Er ist keine Freigängerkatze. Er kämpft nicht mit Timber und meine Wohnung ist super artgerecht aufgebaut. Ich glaube, das ist das beste Beispiel dafür, dass trotzdem einer Katze etwas passieren kann. Und seien wir mal ehrlich, hätte Catwalk eben einer der Zahnkrankheiten gehabt und eurer Katze müssen, keine Ahnung, 4, 6, 8 oder alle Zähne gezogen werden, dann seid ihr hier schnell über mehrere tausend Euro. Das hier ist also eine Empfehlung von Herzen. Ich habe nämlich vor einigen Wochen Catwalk versichert und ich habe den ganzen Tag gesessen, alle möglichen Versicherungen miteinander verglichen, geschaut, was wird da abgedeckt, wie viel kostet mich das. Und die Problematik ist, Catwalk ist nun mal schon über 7 Jahre alt. Das ist bei den meisten Versicherungen nicht gerade günstig. Und dann habe ich Catwalk bei meinem Kooperationspartner versichert, bei Agila. Und nur der Transparenz wegen, das hier ist nicht gesponsert. Ich bezahle alle meine Beiträge voll selber. Und Catwalk ist bei dem Tierkrankenschutz exklusiv, was mich monatlich
50 Euro und ich glaube 20 Cent kostet. Ich habe dann ein, zwei Tage später die Tierarztrechnung online eingestellt. Dann wurde die Rechnung überprüft und innerhalb von wenigen Tagen habe ich das komplette Geld für die komplette Behandlung zurückbekommen. Die waren super hilfsbereit und falls ihr euch das mal anschauen wollt, in der Infobox ist der Link. Keine gesponserte Werbung, einfach weil es bei mir wirklich gut geklappt hat. Catwalks OP ist also super verlaufen. Er hat nur noch 3 Eckzähne, was super witzig aussieht, wenn er gähnt und ein Zähnchen verliert. Er hatte ungefähr eine Woche nur Schonkost gegessen und er hat eben bei diesem Eingriff auch so eine kleine Zahnreinigung bekommen und es wurde eben auch geschaut, ob Catwalk nicht wirklich irgendeine Krankheit hat und das wirklich ein Unfall war. Das einzig Schlimme für Catwalk, eine Woche durfte er nicht gebarft werden und hat nur Schonkost in Form von wirklich nassem Nassfutter bekommen. Jetzt darf er aber wieder gebarft werden und er liebt es. Trotzdem eine kleine Erinnerung, es ist super, super wichtig, dass ihr auf die Zahnpflege eurer Katze achtet. Denn wie ich schon sagte, über 85% aller Katzen haben Zahnprobleme. Und das ist somit auch eine der häufigsten Erkrankungen bei Katzen, die unfassbar schmerzhaft ist und vor allem super spät erst entdeckt wird. Ja, bei vielen der Probleme seid ihr nicht dafür verantwortlich. Nichtsdestotrotz fördert eben schlechtes Futter oder eine schlechte Zahnpflege viele der Probleme. Versucht, Trockenfutter zu vermeiden. Das ist nicht nur für die Zähne der Katze nicht gut, sondern entzieht der Katze eben auch Wasser. Katzen brauchen kein Trockenfutter. Bietet eurer Katze lieber hochwertiges Nassfutter an. Schaut hier besonders auf die Inhaltsstoffe, also einen hohen Fleischanteil. Schaut auch, was eben das Fleisch ist. Sind es eher Abfallprodukte oder habt ihr hier eine gute Qualität? Achtet bitte auch auf weitere Zusammensetzungen. Habt ihr hier Getreide, Zucker oder ähnliches? Das hat nichts im Katzenkörper zu suchen. Am besten barft ihr eure Katze und ihr fragt super oft nach einem Video. Ich bin da aber sehr vorsichtig, weil ich da drin eben nicht beruflich eine Expertin bin und ihr das so ein bisschen auf die Bedürfnisse eurer Katze anpassen müsst. Aber falls ihr damit einsteigen wollt, dann bietet eurer Katze doch mal rohe Hühnerherzen an. Eure Katze kann das als Art Snack essen, also locker 1 bis maximal 2 pro Tag. Die bekommt ihr bei jedem Metzger oder ihr könnt die auch vorbestellen, wenn euer Metzger die nicht hat. Und die wascht ihr einfach und bietet eurer Katze roh an. Hier habt ihr super gesundes Muskelfleisch. Hühnerfleisch ist generell top für die Katze. Und vor allem, da die Katze hier ordentlich drauf kauen muss, ist das perfekt für die Zahnpflege. Da ist alles Wichtige drin, was eure Stubentiger eben brauchen. Und das hin und wieder als gesunder Snack, das ist besser, als die Katze irgendwie zu zwingen, ihr die Zähne zu putzen. Davon bin ich absolut kein Fan, zumindest nicht in meinem Fall, weil keiner meiner Katzen das über sich ergehen lassen würde, auch wenn ich das mit Klickern beibringen würde oder ähnliches. Und gerade Catwalk solche übergriffigen Sachen sehr schnell als Vertrauensbruch sieht und meine Bindung zu ihm geschädigt wird. Und Catwalk ist, glaube ich, ein super Beispiel dafür, dass eine Katze auch gesunde Zähne haben kann und tolles Zahnfleisch, ohne dass man ihr die Zähne putzt. Wenn das bei euren Katzen klappt, ist das okay. Ich greife hier aber eher auf die natürlichen Maßnahmen, wie eben Hühnerherzen oder komplette Futtertiere. Ein extra Tipp, achtet gerade, wenn es um Zähne oder Zahnhygiene geht, auch auf gute Näpfe, also bitte nichts aus Plastik, weil da in den kleinen Rissen sich bereits Bakterien sammeln können. Also Edelstahl oder Keramik, reinigt diese regelmäßig, bitte nicht mit starken Reinigungsmitteln. Auch das ist wichtig für die Zahnpflege. Aber wie erkennt man, ob die Katze irgendwelche Zahnprobleme hat? Bei Katzen ist es super wichtig, wirklich feinfühlig zu sein und die Katze wirklich über einen längeren Zeitraum zu beobachten, denn schon kleinste Veränderungen können deutlich zeigen, dass mit der Katze etwas ist. Achtet auf starken Mundgeruch. Ja, Katzen riechen aus ihrem Mäulchen jetzt nicht besonders appetitlich, aber ihr werdet einen Unterschied merken, ob es wirklich so sehr stinkt, dass es euch die Augenbrauen wegätzt oder ob es eben für ein Tier akzeptabel ist. Auch hier, wie eure Katze vorne oder eben auch das, was hintenrum rauskommt, riecht, ist auch eine große Frage davon, wie hochwertig das Futter ist, was die Katze bekommt. Schaut auch, ob eure Katze nur einseitig kaut oder eben dadurch anfängt zu knirschen. Wenn eine Katze auch immer wieder irgendwie ganz komisch anfängt zu kauen und einen kleinen Snack durch die Gegend wirft im Mund, ist auch das nicht das beste Zeichen. Bei mir war auch auffällig, dass Catwalk deutlich weniger angefangen hat zu fressen. Denn ja, aufgrund der Schmerzen kann es eben auch sein, dass die Katze einfach vermeidet, die Zähne zu nutzen. Und es kann sein, dass die Katze diese Schmerzen umleitet. Zum Beispiel an komischen Sachen anfängt zu knabbern, an Pflanzen, an Kartons oder ähnlichem. Auffällig wird es auch, wenn die Katze enorm anfängt zu speicheln, dass es rausfliegt, wenn die Katze sehr viel schluckt oder wenn die Katze so eine Art Sodbrennen bekommt, also aufstößt.
Auch hier ein kleiner Reminder: Katzen zeigen keine Schmerzen und versuchen dies so gut wie möglich zu verstecken. Wenn eure Katze sich also anfängt, generell zu verstecken oder aggressiver wird, der Umgang unter den Katzen vielleicht nicht mehr der harmonischste ist, kann auch das ein Zeichen für irgendwelche Schmerzen sein. Und das war meine kleine Storytime dazu, dass Catwalk sich einen Zahn ausgeschlagen hat und jetzt ein zahnloser Opa ist. Falls ihr euch Sorgen macht, nein, das verändert jetzt nichts an seinem Leben. Er muss jetzt nicht Spezialfutter bekommen. Er hat auch keine Schmerzen oder ähnliches. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass Catwalk gar nicht bemerkt hat, dass dein Zahn fehlt. Es ist für mich nur jedes Mal so ein Hö, da fehlt irgendwas in deinem Mund, bis ich realisiert habe, dass da unten eben nur noch ein Eckzahn ist. Ich hoffe, die kleine Storytime hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein paar Sorgen nehmen zum Thema Zähne. Nicht alles ist direkt eine schlimme Krankheit, aber es lohnt sich definitiv, die Katzen gesund und artgerecht zu halten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.